So, herzlich willkommen zurück zu der Folge von Asterix. Okay, es geht direkt zu Fuß weiter, sehr schön. Hat ja ein bisschen Befürchtung, dass es vielleicht eine Cutscene triggert, weshalb das Spiel mir anbietet zu speichern. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Römer gecleared, sage ich mal. Ist das eine Protostatue da? Ich glaube schon, ne? Ja, irgendwo hat sich jetzt der Weg eröffnet, ich weiß nicht genau wo. Da, ne? Glaube ich. Sieht gut aus. Dann grab ich mir noch ein paar Leben, würde ich mal sagen. Na komm. Sag Asterix, ist da vielleicht ein kleines Tier unten drunter, das sie nach oben drückt? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die griechischen Krüge ja Beine. Da ist noch was. Nichts entkommt mir. So, wieder ein bisschen Leben. Angenehm. Das ist eine Falle! Das ist doch wohl nicht so schwer. Centurio, Autofokus zu Diensten. Oh, großer Brutus, führe uns zum Sieg! Zittere, freie Welt! Dank dieses Wunderschlüssels werde ich meine Legionärsernte fortführen. Bald habe ich Tausende, Millionen. Ich werde für jeden Bürger einen Legionär haben. Und vor allem werde ich Cäsar stürzen. Und die beiden nervigen Gallier? Was ist mit denen? Asterix und Obelix sind schon lang kein Problem mehr. Oh, wie traurig. Die Statue meines Alten ist ganz kaputt. Sicher ein schlechtes Omen. Brutus, Brutus. Oh Gott, was sehe ich da denn schon wieder? Viel Geklettere. Hat ja ganz schön was aufzubieten. Genau, das wollte ich euch doch von Anfang an mitteilen. Er ist komplett verrückt. Er stellt sich mit Hilfe des Schlüssels eine riesige Armee zusammen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Oh ja, das machen wir schon. Keine Sorge. Aber wie? Wir haben seine Spur verloren. Aber nur vorübergehend. Ich schätze, er ist gerade im Stadion, um am Wagenrennen teilzunehmen. Na los, Obelix. Viel Glück, Freunde. Hopp, eine Hieroglyphe. Wo sind wir, Asterix? Ich weiß nicht, Obelix, aber ich habe eine komische Vorahnung. Wir müssen ganz schnell eine Möglichkeit finden, zurück nach oben zu kommen. Schau, da müssten wir über die Mauer klettern können. Klettern? Die spinnen die Römer. Eine Hieroglyphe. Okay, aber ich habe schon gesehen hier um die Ecke. Also dann können wir natürlich nochmal speichern. Voll schief. Aber hier, hey, der letzte Leim, glaube ich, ne? Magnesia meine ich. Ich bin tot. Ich bin in eine 2 cm Lücke gefallen. Stark, aber egal. Ja, komm, gehen wir nochmal abspeichern hier. Dann müssen wir uns Cutscenes nicht mehr geben, falls irgendwas passieren sollte. So. Dann wieder rausklettern, I guess. Ja. Und ich hoffe, dass wir dann einfach wieder normal zurückgehen können und dann die ganzen Tauben da holen können, weil holy shit, waren das viele, die wir da gesehen hatten. Hallo Idefix. Idefix, du Vollidiot. Was war das denn? Müssen wir jetzt einen Ball hier besorgen oder wie sieht das aus? Ah, da. Guten Tag. Komm ich da einfach hin? Erzählt ja, mir von euren Heldentaten. Ich schreibe sie nieder. Die Steuerung. Meine Güte. Okay, was macht der Knopf?
Aha. Das heißt, Obelix muss dabei rüberklettern, richtig? Damit er den Fußball entgegennehmen kann. Hilfe, was war das? Nachbeben? Asterix, ich bin frei, tu mir rüber! Ja, ich arbeite dran, ich mag es wie die Winken. Zack. Zack. Zum Glück nur dreimal. Also nur $15 ausgeben. Jadaladiti. Ja. Immer wieder ein lustiges Unterfangen hier mit den Bällen. Verstehe es auch nicht so ganz. Ups. Okay, Homelke geht auch. Ein Abpralltor oder so nennt man das wohl. Wo genau ist jetzt gerade der Block? Sehr schön, dass Idefix mir den Weg zeigt. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wo das erschienen ist. Ich glaube, das da, ne? Ich glaube, der eine Block, den ich da rechts so sehe. Ich kann ja noch hier rüber. Das hatte ich schon gesehen. Was? Nachbeben. So, komplette Kletterleiste. Wuhu. Aber ich glaube, die sind echt geskriptet, ne? Man kann die gar nicht verpassen, die Kletterdinger. Also zumindest nicht. Die sind sehr offensichtlich. Einfach mal so. Du sollst da rüber. Erstmal nämlich den Schild holen. So, 7 von 12. Cool. Kann ich mich hier irgendwie fallen lassen ganz vor? Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich spring mal zurück. Falls irgendwas Bösartiges passiert. Komme ich gar nicht lang, okay. Die Vorsprünge sehen brüchig aus. Ich dachte, Bums. Die Gebäude wären solide und ich wäre schuld, dass alles kaputt geht. Aha, das, oh Gott, das ist ein Optional hier. Wo ist denn der Knopf dafür? Das muss ich jetzt allgemein tun, wäre noch viel mehr meine Frage, weil da oben scheint nicht hinzukommen. Ja, dann halt irgendwie da oben, ne? Also um die Ecke komme ich ja irgendwie auch nicht, glaube ich. Ja, geile Steuerung. Wow. Ja, jetzt bin ich hier ganz am Anfang. Guten Tag. Pock. Erzählt mir von euren Heldentaten. Ich schreibe sie nieder. Ich hoffe, der Block ist noch da. Okay. Aber Obelix ist nicht mehr da drüben. Kann Obelix noch höher klettern? Warte mal. Ah, jetzt ändert sich die Kamera wieder nicht. Naja, Obelix kann er noch viel höher, ne? Er kann schon zu Idefix. Wahrscheinlich kann ich da auch schon was reinballern. Na, dann machen wir das doch schon mal, oder? Wenn das schon funktioniert. Falls es schon funktioniert. Eppa. Wollen mich hier lang? Was ist da los? Würde ich sagen, wenn jemand über ein Gitter läuft? Sieht aber auch gerade so. So, was macht der Knopf? Aha! Okay. Das erklärt einiges. Jetzt komme ich da nämlich rüber. Aber wie der Knopf da hinten für die Taube aufgeht, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht finden wir ja was. Das ist immer noch okay. Nein! Oh. Ach komm on, Alter. Oh, ich werde auch nicht klüger aus dem Spiel, ey. Ich mach mich gefühlt immer dümmer, dieses Spiel. Aber ich bin sehr bald durch, ne? Mein Gott. Meine Güte! Wir haben schon lange keine Minispiele mehr übrigens. Also, naja. Wir müssen bald wahrscheinlich die letzten beiden machen, um dann an den letzten Spielen teilzunehmen. Oder beziehungsweise ja am Finale, so mehr oder weniger. Wie sich das dann gestaltet, weiß ich nicht, aber so rein theoretisch, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wie die Musik losgeht.
Hoch da. Ich glaube, ich kann auf Obelix vertrauen, dass er da jetzt auch bleibt. Und nicht gleich einfach mal so ein Medizinis wegbewegt. Der Hurensohn. Was? Warte mal. Sag mir nicht, ich muss da jetzt auch während ich da hänge, gleich, warte, wir machen das mal so. Runter. Doch, tatsächlich, okay. Obelix, bitte bleib in der Nähe, falls ich dich noch mal brauche. Weiß nicht, wie lange meine Ausdauer hält. Oh, das sieht ja nach aus, wenn man hier ganz viel wechseln muss. Oh Gott, ich will nicht. Frage ist, wo kann ich lang, wo muss ich lang? Hier kann ich lang. Ah, bringt nichts. Ah ja, da muss wieder was rausklappen. Mhm. Ja. Wie ist es eigentlich im Zweispieler-Modus? Einfach Splitscreen? Wahrscheinlich. Oh Gott. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gerade an einem hänge, der wieder reinklappt. Sehr schön. Hast du das gerade aufgefüllt, während ich mich nicht bewegt habe? Beziehungsweise während ich Obelix gespielt habe? Nicht so sicher. Wahrscheinlich nicht. Ja, C-Cleaner, du hast Datenmüll gefunden. Schön. Wird zwar zum Glück in Aufnahmen angezeigt, aber das geht hier gerade. Schön fett in meinem Bildschirm. Geil. Ich kann wohl C-Cleaner mal deinstallieren. Wobei es eigentlich schon, glaube ich, ganz gut hilft, dumme Dateien wegzumachen, aber. Ah, es verschwindet schon von alleine. Schön. Sehr nett. Oh mein Gott, alles öffnet sich. Schön, dich zu sehen, Asterix. Ja. Ich freue mich auch, Obelix. Ohne dich wäre ich da nicht weitergekommen. Meinst du, wir werden noch öfter auf solche Hindernisse stoßen? Ich weiß es nicht, aber lass uns da jetzt schnell raufgehen. Wo genau sind wir jetzt gerade? Ah ja, okay. Nee, dann werde ich nochmal nach unten gehen, weil ich will die Dinger noch holen, ne? Die Käfige. Aber jetzt kein Loch. Danke. Loch ist Loch. Ja. Mhm. Aber irgendwie waren ja sogar zwei Eingänge mit den Käfigen, was mich gerade ein bisschen irritiert, weil ich habe ja eigentlich nur einen gesehen. Aber vielleicht ist hier unten noch irgendwo was, was ich einfach nicht registriert hatte vorher. Hier irgendwie? Da auf der... Warte. Auf der mittleren Ebene hier? Nee. Hier ist ja nichts. Gut, dann. Zurück. Gott, da waren. Da war ein Loch. Hilfe. Okay. Guten Tag. Erzählt mir von euren Heldentaten. Ich schreibe sie nieder. So, jetzt bloß nicht runterfallen, noch dumm. Da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Ich kann die Kamera nicht drehen. Doch. Wo war das andere, was ich gesehen habe? Verwirrt mich. Jetzt einfach nochmal hier hochklettern. Weil dann gehe ich nämlich auch nochmal Asterix Weg rückwärts, weil der ist ja scheinbar auch irgendwo durchgelaufen. In einer Cutscene. Hoffen wir jetzt nicht, dass ich irgendwie gleich dumm runterfalle oder so, dann würde ich richtig abkürzen. Ach, warte mal, wo gehe ich denn gerade hin? Ich depp, ich muss da noch. Ich muss ja einmal rüber. Das weiß ich gerade nur nicht genau. Wo? Ich kann mal lieber hier hin. Ja, da unten lang, ne? Genau. Ich glaube, hier unten ist eine Plattform. Ja, genau. Eieiei. So, der ist safe. Sehr schön. Zweite Hälfte. Hm. Fragt sich nur, ja. Wie viele wir schon verpasst haben. Vermutlich viele. Aber von ein paar weiß ich ja. Wisst ihr noch, als wir die ersten 5 einfach storymäßig sammeln mussten, direkt am Anfang? Und ich dachte, wow, 10% war schon der Sammelobjekte. Das war lustig. Das waren noch Zeiten.
Hm, na gut, das war dann nur hier, ne? Fupp, jetzt sind wir hier. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das gerade war. Einfach hier? Nee, da ist ja auch ein... Da scheint es auch noch hinzugehen, aber das scheint irgendwann verpflichtend zu sein. Weird. Ah, okay. Ja, vielleicht hat sie auch oben irgendwas geöffnet. Wir kommen dann auch hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß das auch alles nicht. Hier oben kann ich aber auch schon hin, ne? Ich denke mal, das löst das Gleiche aus. Ist da was hinter? Ich weiß es nicht. Oh, da unten. Ich habe den Käfig gesehen. Aber wir können... Ne, da oben können wir gar nicht hochklettern, glaube ich. Erstmal gucken, was hier überall ist. Nummer 27. Der Ägypter ist jetzt freigeschaltet. Schön. Hier kann ich eine Brücke machen, aber da brauche ich wieder Asterix da. Asterix da. Ja gut, dann holen wir mal Asterix, I guess. Mehr habe ich gerade auch nicht. Mehr kann ich nicht tun. Ah, nee. Ach, never mind. Okay, der hat das rausgeklappt. Das hatte ich nicht gesehen. Okay. Aber dann erstmal hier, zack. Den mal ganz fix holen. Kamera möchte gerade nicht sich drehen. Da war ja keine Tür. Ja, Idefix. Got it. Das sollte klappen. Fupp. Oh. Okay. Sag, Asterix, wie komme ich denn jetzt zu dir rüber? Auf der anderen Seite ist eine Stange. Die sollten wir probieren. Ja, aber da kommt Obelix ja gar nicht hin. Ah, ich sehe gerade. Ich hätte auch mit Asterix hier direkt drüber gekonnt, ne? Bringt das denn was? Weil... Kann er denn hier perfekt Asterix, hochklettern? Da drüben sind so Klettervorsprünge. Meinst du, ich könnte es mal versuchen? Nein, Obelix. Du nimmst besser meinen Platz hier auf der Platte ein. Weil das da ja auch so rausragt. Seht ihr das? Ach nee, Quatsch, das ist in der Luft. Okay, dann weiß ich, was zu tun ist. Oben. Rüber und nochmal andersrum probieren. So. Wow, wo auch immer ich lande. Hilfe, wo bin ich? Ah ja, fast perfekt. Obelix, was geht? Der Knopf bringt mir jetzt erstmal nichts. Glaube ich. Also ich weiß es nicht, weil irgendwie... Aber Obelix kommt ja dann da wieder nicht. Das ist verwirrend gerade. Obelix ist einfach zu fett. Aber wie es ist, ne? Probieren wir erstmal, was passiert. Die Stange wird ja irgendwas tun. Warum auch mal sie es immer die Stange nennen? Das ist eigentlich so ein Hantelgerät gefühlt. Aber egal. Wow! Hast du über sie hinausgeschossen? Irgendwas wird das machen. Nämlich genau das. Ja, okay. Ja, okay, genau. Oh, schön. Jetzt müssen wir nämlich noch einmal tauschen. Asterix, stell dich drauf. Arrrrk. So. Jetzt kann nämlich Obelix über die Brücke. Und Asterix kann über die Kletterstange gehen. Du musst mir da hinaufhelfen, Obelix. Du kannst danach kommen. Ach, gut, Asterix. Ich bin glaube, dumm. Ich weiß, welche Platte ich betätigen muss. Ja, ich leider auch. Ich bin dumm gewesen. Oh nein, wo bin ich? Hilfe. Oh Gott. Alles gut. Mehr abkürzen? Nein. Ich muss ja Asterix noch klettern lassen. Das habe ich vergessen.
Entschuldigung, Asterix. Ich wollte dich nicht vernachlässigen. Es war ein Unfall, okay? Verzeih mir. Bisschen nervig, dass ich jetzt hier auf dem Rumklettern muss und nicht einfach da direkt hoch kann. Dass ich nicht einfach da an dem Geländer direkt festhalten kann und hochklettern kann, aber hey. Das können wir schon von dem kleinsten Geier der Welt erwarten. So. Jetzt aber. Das war doch einfach mal ein ganz nettes Rätsel, finde ich. Doch, doch. Sieht mir jetzt sehr nach Ende aus hier irgendwie. Was bedeutet, dass ich jetzt wirklich irgendwo einfach diesen hässlichen Raum mit dem Käfig übersehen habe? Wo war das denn? Ich bin auch alles abgelaufen. Ich verstehe das nicht. Jetzt gehe ich aber auch nicht mehr zurück, ganz ehrlich. Da ganz runter nochmal, nee, nee. Ja, irgendwo ist irgendwas aufgegangen, was ich nicht gesehen habe. Naja gut, ich würde aber mal sagen, ich beende jetzt an der Stelle. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann, geht's darüber. Oh. Ja, das sieht gefährlich aus. Schau, die letzte Fackel, Asterix. Die wird wohl gleich erlöschen. Das sieht aus wie ein Countdown. Beeilen wir uns, Obelix. Ja. Aber machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oh Gott, muss man dann echt durch? Eieieiei. Naja, kriegen wir hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.